Wow, wow, Leute, bevor das Video startet, Leute, wenn ihr morgen direkt nochmal weitere Champions League Packs sehen wollt, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht packen wir auf die heutige 20 Uhr Folge die 1000 Däumchen. Aber jetzt erstmal, ja, Folge ab dafür. Let's go! Hey Leute, was klappt euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile, Leute. Das Champions League Event ist da. Gestern habe ich schon ja live mit euch im Stream gezockt und habe auch schon die ersten Champions League Packs hier im Champions League Event gezogen. Und ich habe folgende Spieler gehabt. Alter, der hat schon 2800 Punkte, der Jordan. Voller der Waldfrosch, Junge. 166er Team, ja moin. Also ich habe, ja, die besten habe ich da logisch noch, weiß ich noch nicht. Ein Laporte fehlt noch, ein Vidal. Also am geilsten wäre es natürlich ein Messi. Aber ihr habt es heute im Titel gelesen, Leute. Heute gibt es die Ronaldo-Packs. Ronaldo 103. Ich hoffe, dass ich ihn bekomme. Einmal werden wir uns das Pack holen. Vielleicht morgen dann nochmal oder übermorgen. Es liegt an euch. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da, ihr habt es gehört. 1000 Däumchen hier heute auf die heutige 20 Uhr Folge und Abfahrt. Des Weiteren gab es ja heute Nachmittag auch schon ein ja, Video zu FIFA 21 Mobile, Leute. Das könnt ihr auch sehr gerne auschecken. Genau, da ist sowieso ein bisschen fragwürdig. Wann kommt FIFA 21 Mobile raus? Ich habe da auch im Video drüber gesprochen, ein bisschen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da Informationen haben wollt, wenn ihr das Video sehen wollt, könnt ihr es sehr gerne nach dieser 20 Uhr Folge auschecken. So, wir sind im Shop, Leute. Ich gehe auch direkt rein. Nicht lange schnacken. Wir holen uns hier dieses Angebot, wo wir halt einen Punkt bekommen. Also klar, das erste. Und dann kriege ich einen Punkt. Und dann kann ich hier einen Spieler holen. Delaney, Gomez, Zielinski, Zuma, Rodrigo, Lloris, Fabinho, Ronaldo. Alles über 100 plus. Also Rodrigo, Lloris, Fabinho, Ronaldo wäre geisteskrank. Boah, Leute, ich habe einen kompletten Ohrwurm. Ich habe gerade auf Instagram hier von diesem Traubay, der macht auch FIFA Mobile, so ein bisschen so Content halt. Dieses... Oh, Zuma! Junge, Kurt Zuma in diesem Pack. Ja, Moinski, wie geil ist das denn? Bitte schön. Oh mein Gott, Alter. Ich hatte jetzt niemals gedacht, dass in diesem Pack jetzt schon ein Spieler drin ist. Junge, wie krank ist das denn? Alter, ich wollte gerade eine Story raushauen hier. Ja, danke schön. Ich habe hier eine E-Mail bekommen. Wahrscheinlich hat das wieder ein bisschen rangezoomt an Zuma oder so. Leute, was ist das denn bitte schön? Oh mein Gott. Was sollen die Nachbarn hier von mir denken? Ich nehme hier gerade noch um 22:43 ist es gerade bei mir hier. Nehme ich hier gerade noch auf. Oh mein Gott, Leute. Kurt Zuma, der Frechdachs. Ja, moin. Servus, grüezi und hallo. Also ich hätte niemals daran gedacht, dass in diesem Pack jetzt ein Spieler drin ist. Klar, man konnte Spieler ziehen, aber dass ich jetzt hier einen Spieler ziehe, das heißt, wir ziehen heute zwei Champions League Spieler. Ja, Moinski, wie geil ist das denn, bitteschön? Geil, Alter, jetzt, ja, kann ich hier ganz lockerflockig rangehen, weil wir haben Kurt Zuma, den viertschlechtesten, oder den fünftbesten oder viertschlechtesten, kann man ja beides sagen. Alter, wie geil ist das denn, bitteschön? Leute, Pack Luck ist am Start. Pack Luck ist am Start. Ich glaube, EA hat gegönnt, da ich vorhin schon ein Video zu FIFA 21 Mobile gemacht habe, dass ich jetzt schon Werbung quasi für den nächsten Part gemacht habe. Ich glaube, so ein Ding war das. So ein 99er Kurt Zuma. Was bringt der? Der bringt lockige, flockige 18, 17 Millionen wahrscheinlich. Schmeckt! Schmecke die. Die kann ich sehr gut gebrauchen, Leute. Die kann ich sehr gut gebrauchen. Gucken wir mal, 17,5. Gibt's keinen. Oh, ist das wunderbar, Leute. Ist das wunderbar. Wenn ich jetzt noch einen zweiten Kurt Zuma bekomme, ja, dann ist das so. Dann habe ich nochmal 19 Millionen. Klar, ein Ronaldo wäre geiler. Ist selbstverständlich. Aber ein Kurt Zuma, Faust in die Facecam, Leute. Faust in die Facecam. Hättet ihr gedacht, dass ich hier in diesem ersten Pack schon einen Spieler ziehe? Wer das gedacht hat, schreibt jetzt in die Kommentare eine 1 einfach. Einfach nur eine 1. So, ich stelle ihn für 18,25 hier rein. Startpreis und für 18,5 Sofortkaufpreis, dann geht er relativ schnell hoffentlich weg. Und dann habe ich schöne Millionen Münzen bekommen hier. Wie geil ist das denn bitte schön, Alter? Herrlich, Mann. Herrlich, 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 Leute. No joke, true story. Und jetzt noch ein zweites Pack zu öffnen, ist halt einfach, ja, mashallah, einfach die hübsche. Huiuiui. Herrlich. Herrlich, Mann. Wenn jetzt ein Rodrigo, Lloris, Fabinho, Ronaldo, die sind ja alle noch mehr wert, weil die halt 100-Plus-Spieler sind. Und Ronaldo wäre, ich würde hier ausrasten, Leute. Ich habe jetzt schon ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich sagen. Aber gönnt, EA. Leute, soll ich draufdrücken? Ja, ne? Soll ich draufdrücken? Abfahrt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Gomez! 99er Gomez. Shit. Okay, was heißt Shit?
Shit war es jetzt nicht so wirklich, weil es war wieder ein 99er, nicht der schlechteste. Aber es hätte auch besser sein können nochmal. Ach man, 99er Gomez. Kann ich eigentlich hier in diesen auch nochmal? Das ist ja genau das gleiche. Also wenn ihr morgen nochmal so ein Pack sehen wollt, Leute. Wenn ich es morgen nochmal probieren soll. Dann schreibt es in die Kommentare und lasst ein Däumchen nach oben da. 1000 Däumchen und dann sehen wir uns morgen wieder. Natürlich um 20 Uhr. Das ist klar, ne? Ja, das ist klar. So, 99er Gomez. So, wird der mit irgendwie... Ne, das ist der nicht. Och man... Welcher ist denn das jetzt hier? Geh, ich mache einfach mal so und dann mache ich Position Stürmer. Kriege ich den jetzt hier angezeigt? Nee, kriege ich nicht. Noch, Mann. Dann stelle ich noch Champions League ein. Weil ich weiß nicht, wo der Strich beim O ist, glaube ich. Champions League, Champions League, Champions League. Wo bist du? Da bist du. Da bist du doch. Da ist er doch. 15 Millionen, 12 Millionen, 9 Millionen, 8 Millionen, 7 Millionen... Ja, es war klar, dass der weniger wert ist, ne? Weil es halt ein Spieler ist, der nicht so gefragt ist. Kurt Zuma ist gefragter in Premier League. In der La Liga gibt es halt geilere Stürmer als Gomez. Shit. Okay, dafür, dass EA gegönnt hat beim ersten Pack, war das zweite Pack jetzt nicht so in Gönnerlaune. Aber egal, Leute. Am Ende des Tages trotzdem hier nochmal über 7 Millionen für den Gomez. Und das schmeckt auf jeden Fall. Das heißt, über 20 Millionen heute mit den Champions League Packs. 6,9 ist da sofort rausgegangen. Okay, dann stelle ich meinen für... Machen wir es mal für 7 glatt. Und für... 725000. Bam, bam. Zack. Abfahrt. So sollte eigentlich auch relativ schnell rausgehen. Nice, Mann. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Leute, ich schreibe mal jetzt in die Kommentare. Also genau mit der 20 Uhr Folge werdet ihr 2 Kommentare unten in den Kommentaren finden von mir. Und wenn ihr für einen Hullet seid... Lasst ihr einfach einen Daumen nach oben da bei dem Hullet-Kommentar. Wenn ihr für N'Golo Kanté seid, lasst ihr bei N'Golo Kanté einen Daumen nach oben da. Und dann sehe ich es mal. Heißt nicht, wenn ihr jetzt komplett für einen Kanté seid, dass ich am Ende trotzdem Hullet spiele. Ich will aber trotzdem mal eure Meinung sehen. Aber am Ende des Tages muss ich mich halt für einen Spieler entscheiden. Und da ich heute ja Wayne Rooney spielen möchte, wird hier Hullet ersetzt heute mal. Bam, bam. Und wir gehen rein, Leute, in... Versus Angriff. Champions League habe ich da schon gespielt. Ich gehe rein ins Versus Angriff. Match hier. Abfahrt. Und ich hoffe, dass wir das wieder erfolgreich gestalten können. Ein, zwei Spiele sind auf jeden Fall jetzt hier noch am Start. Abfahrt. Schauen wir mal, was wir hier als Gegner bekommen. Ja, perfekt. Die Bots sind wieder am Start, Leute. Ich hasse die Bots. Die Bots sind sogar jetzt auf YouTube am Start. Es ist unfassbar, ne? Also, ich würde mal gerne wissen, wer dahinter steckt, hinter diesen ganzen ekelhaften... komplett nervigen Bots, Alter. No joke. Ich hab's gerade gesehen. Ich habe einen Kommentar gerade in diesem Augenblick reinbekommen mit irgendwas, ja, keine Ahnung, 232, I like that, Herz, bla bla bla. Junge, Alter, ist das. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Dieses Spiel haben wir ja eigentlich schon safe gewonnen, weil es ein 137er Gegnerteam ist. Aber was war das denn für ein Pass in die Mitte? Was war das denn für ein Pass in the middle our street? Maus. In the middle of the 2-0. Badadadam, badam. Ja, easy, Leute. Das werden wir hier locker flockig gewinnen. Ich hoffe, vielleicht kriegen wir es ja zweistellig hin. Komm, ich gebe mal jetzt hier mein Bestes. Auch Liga-Turnier muss ich auch noch spielen, ne? Das wird wieder eng. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da noch Zeit habe. Vielleicht machen wir da noch ein Game oder ich. Ne, eigentlich will ich lieber versus Angriff spielen, Leute. Ich bin ja auch ein bisschen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, dass im Champions League Event nicht so versus Angriff dabei ist. Das spiele ich eigentlich auch gerne. Man hätte es beides machen können, finde ich. Aber mal gucken, egal. Fakt ist, ich finde es gut, dass man ja einen 104er-Spieler Free-to-Play bekommen kann. Mit Del Piero anscheinend auch nicht. Man muss nicht so viel ausgehen für Del Piero, so wie ich es gelesen und gehört habe. Mal gucken, ob es am Ende des Tages stimmt. Natürlich muss man jeden Tag Werbung gucken, jeden Tag spielen, 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 spielen. Ansonsten wird es halt nichts Free-to-Play. Und ich spiele natürlich jeden Tag und ich habe es jetzt schon zweistellig hier hochgewertet, dieses Spiel. 12-2, Leute, 13 Tore. Oh, das könnte ein Torrekord werden, wenn wir es hier noch ganz, ganz schnell machen. So 15 Tore. Das sieht man auch nicht alle Tage, ne? So, ab in die Mitte. Ja, es war klar, dass ich jetzt, genau jetzt, in diesem Augenblick, eine schlechte Flanke spiele. 14-2 ist aber, ja, sehr stabil. Und ja, wir ziehen den Leonardo ab und ein Spieler hat sich verkauft. Und wer ist es? Zuma oder beide? Oder Kurt Zuma ist weg. Ja, moin. Perfekt, Digga. Heute in der 20 Uhr Folge gezogen. Heute sofort verkauft.
Besser kann es doch nicht laufen. Und wenn wir noch einen Messi ziehen, ne, stellt euch mal vor. Oder wir öffnen morgen erst die Messi-Packs nochmal. Das könnte man auch machen, Leute. Erst die Messi-Packs und am Sonntag dann nochmal die Ronaldo-Packs. Irgendwie so. Also Samstag, Sonntag. Oh, das wird geil. Das wird geil. Wie teuer ist dieser Messi? Ne, das ist er nicht. Das ist er. Oh, das ist er. William, da muss ich ganz dringend los. Da wird mir direkt schwindelig. 170 Millionen geboten, da wird mir noch schwindiger. Alter Falter, Leute. Wir gehen schnell rein ins nächste Angriffsspiel. Ich muss hier nochmal einen Gegner wegfetzen. Wegfetzen. Nächstes Game. Und Abfahrt. Ich hoffe, dass es jetzt ein etwas schwieriger Gegner ist. Eine etwas höhere Gesamtbewertung hat, weil wieder so ein Gegner mit 130 oder 135 oder so ist halt jetzt nicht. Ja, perfekt. Okay. Gegen Ararat wird es spannend. Also spannender als eben das Spiel gegen Leonardo. Ich habe 40% tolle Chancen. Ararat hat 20% tolle Chancen. Also schauen wir mal, was das jetzt hier so wird. Abfahrt. So, komm, George Bestinelli. George Bestinelli, der Keeper hält und Quacquiarella mit dem 1-0. Perfekt, Digga. Traumstart. Ein Träumchen 2-0. Das ist unfassbar. Ey, wenn ich jetzt hier verliere, dann weiß ich auch nicht. Der führt 3-0. Was ist denn los bei ihm? Der hat gerade mal 20% tolle Chancen. Kann ich mal ein paar gute Chancen haben hier? Und Ronaldo macht ihn nicht. Ja, ist verloren. 1-4. Ey, es ist frech. Das ist so frech. Guckt euch das. Alter, wäre der reingegangen, ne? 1-5. 1-5, Junge. Was ist hier los? Muss man ein bisschen aufholen jetzt. Komm, Ronaldo. Komm, Cristiano Ronaldo. Let's go, Mann. Ab ins Aus. Und Beeilung. 4-6. 4-6. George Best. 5-6. 5-6. Come on. Let's go. Zieh durch. Nein, schlechter Pass in die Mitte. Neymar, Junge. Deswegen bist du kein Champions League-Sieger geworden. No front. So, Roberto Carlos. Jawohl, 7-7. Ich kann es noch gewinnen, Leute. Ich kann es ganz knapp am Ende noch gewinnen. Obwohl ich eigentlich die ganze Zeit schlecht gespielt habe. Eine Chance noch. Und EA gönnt keine Chance. Und er macht wahrscheinlich noch das 9. oder was. Nee, hat er es gemacht? Das wäre richtig belastend. Nee, unentschieden. Unentschieden am Ende, Leute. Ich hätte es eigentlich gewinnen müssen. Ich hatte so viele Chancen noch, die ich ja verkackt habe. Alleine die Ronaldo-Chance, wo er da den Keeper anschießt. Egal, Leute. Die Folge hat hier heute gegönnt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein und tschüssi.